Einen wunderschönen guten Tag und recht herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Runde vom Let's Play Train Simulator 2021. Wir befinden uns heute auf einer britischen Karte und zwar schauen wir uns heute einmal an den Großbereich in Glasgow, wie wir ja schon sehen können, und zwar fahren wir einmal komplett rein und fahren so eine grobe Ringlinie. Die Karte ist allerdings ein bisschen größer und nennt sich Suburban Glasgow Northwest. Genau, das heißt, das ist so der Bereich, der da dargestellt ist. Und machen wir gerade mal auf. Machen wir den Zug schon mal bereit. Plingse und schon mal das Zugspitzensignal eingerichtet. Falsche Richtung. Sehr wunderbar, ne? Das heißt, ich würde auch mal ganz kurz noch ein bisschen Lautstärke anpassen. Wir schauen uns mal ganz kurz die Karte an, was wir denn heute machen. Denn wir befinden uns hier so auf einem kleinen Nebengleis hier. Und fahren einmal diesen Ring hier. Hier ist so ein bisschen das Zentrum der Stadt. Hier werden wir enden und da kreuzen wir dann auch quasi wieder die, sagen wir mal, reguläre Bahn. Wir sehen ja auch schon, dass in der Mitte hier die weniger Schnellbahngleise sind elektrifiziert. Ja gut, eher ein bisschen weiter weg halt, ne? Und wir fahren so einen Dienst, sagen wir mal, hat eher so ein bisschen was von S-Bahn. Heißt, wir bleiben auf jeden Fall hier in dem Bereich und fahren auch nicht allzu weit. Genau, wann haben wir denn Abfahrt? Ach, guck mal, ich hätte sogar noch ein bisschen quatschen können. Ich dachte, bist du mal schnell fertig, aber gut. Da kann man einmal noch länger quatschen und nutzt es nicht aus. Das ist, naja, gut. Wenn wir mal einsteigen, hier haben wir eine, genau, 2+2 Bestuhlung. Dieseltriebwagen haben wir jetzt hier heute im Einsatz, wie ihr schon gesehen habt, auf der anderen Hauptstrecke. Sind es dann Elektrotriebwagen. So, würde sagen, wir starten einmal unsere heutige Reise. Ich bin vor allem auch gespannt, wie das dann aussieht, wenn wir ein bisschen in die Stadt reinkommen. Also ein bisschen näher, jetzt sind wir doch tatsächlich ein bisschen weiter außerhalb heute. Also wir starten zumindest gerade ein bisschen weiter außerhalb. Hier mal schon, wie das dann einmal da drin aussieht. Ansonsten, Szenario dauert, glaube ich, ungefähr 20 Minuten. Gut, das ist für euch nichts Neues. Ihr seht ja die Videolänge. Heißt, das ist immer so mittelmäßig spannend, die vorausberechnete, ja, Satzbau läuft halt wieder richtig, die voraussichtliche Szenariodauer irgendwie abzuschätzen. Weil, ja, ihr kennt das ja eh schon eher als ich. Ja, ne, so ist das eben auf jeden Fall. Und ja, ich bin gerade aber interessiert, ich nehme gerade interessiert zur Kenntnis, dass hier auf der rechten Spur, vor allem, die müssen wir, man kann schon sagen, irgendwie links rüber oder das wird halt irgendwie eingleisig. Das ist dann wohl eher das Problem hier. So, fährt der Reise noch der zu kommen hier an unserer heutigen Fahrt von ScotRail. So, genau. Klingt immer, wir haben hier ein bisschen anderes Zugbeeinflussungssystem. Ich glaube, wir sind auch schon das ein oder andere Mal mit dieser Art der. Es ist ja trotzdem eine punktuelle Zugbeeinflussung. Das heißt, PCB trifft zwar nicht als Eigenname, aber zumindest als Charakteristik, die so ein bisschen anders läuft als die PCB, die wir jetzt aus Deutschland zum Beispiel kennen. Aber das soll uns nicht davon abhalten, dass wir das hoffentlich einigermaßen hinkriegen. Ist ein bisschen simpler gehalten, das ist ja schon mal nicht schlecht. So. Wunderbar, der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So. Okay, warte mal. Chips, everyone's favorite. Ja, wow. Er hat sich auch gerade eine Runde Chips gegönnt hier. Fish and Chips, ey. Backofen-Pommes. Nee, das sind, glaube ich, das sieht wie nach Backofen aus. Ach, guck mal, die kommen alle aus der Pommesbude hier. Ach, komm jetzt, aber schnell hier. Denn wir fahren gleich los. So, einmal zu... Nee, nicht zurückbleiben. Ja, dann warten wir halt noch einen Moment. Hier ist aber keiner mehr da. Komm, wir können los. Ach, guck mal, wunderbar. Alle sind eingestiegen. Das heißt, einmal Abfahrt für uns. Lösen wir mal. Ja, die Dame ist leider ein bisschen zu spät dran. Oh. Wir rollen. Wollen wir mal ganz kurz gucken. So, sie bleiben zurück. Vielen lieben Dank. So, passt vorne auch. Ach, hier wäre... Oh. Ich habe gerade die Haltemarkierung gesehen. Wir sind ein Zweiwagenzug, oder? Ja, Tatsache. Guck mal, wir sind ein Zweiwagenzug. Das heißt, wir könnten uns ja vielleicht dann an den nächsten Halt irgendwie so ein bisschen daran orientieren, wo wir wirklich halten sollen und nicht einfach irgendwo
Ja, aber was willst du machen, ne? So, Wunderbärchen. Da bin ich mal gespannt. Allzu weit sollte es auch tatsächlich gar nicht sein. Ich bin da gerade mal am Schauen, ob ich nicht mal ein bisschen was Interessantes aus der Readme zusammengeschustert bekomme. Bisschen schwierig erzählen und nebenher das irgendwie mehr oder weniger on the fly übersetzen. Zählt nicht gerade zu meinen größten Fähigkeiten, aber genau, also eine Class 303 ist zum Beispiel hier vertreten auf der Karte, außer von Rot. Oder was ist das? Sieht mir tatsächlich nach einem Signal aus, was eher so bedeutet, dass wir nicht fahren dürfen. Oder ist das ein Schild? Oh, hier ist 4, ups. Ja, wie war das? Wir orientieren uns ein bisschen an den Haltemarkierungen. Läuft. So, einmal aussteigen, bitte. Ich glaube, wir hätten einfach echt ganz vorne halten sollen, ne? Plattform 1. Wo sind denn die H-Markierungen? Hier wäre die für 2 gewesen. Ja, sind wir doch gar nicht so krass drüber, ne? Da geht schon. So, was ist das, dieses mysteriöse rote Schild? Ach, da darf man nicht langlaufen. Ja, gut. Das würde ich tatsächlich niemandem empfehlen. Ach, das ist ja mal knuffig. Oh. Ach, guck mal, ich bin so tschu-tschu-tschu. Okay, das ist sehr knuffig. Auch wie gesagt, diese mit Blumen und Deko. Also das ist tatsächlich, das würde ich mir in den Garten stellen. Ach, cool. Okay, gut, wir dürfen, so, einmal Achtung, Vorsicht, zurückbleiben bitte. Warte mal, welche Richtung ist los? Lösen. So, wunderbar, das passt. Okay. Gut, also ungefähr 1960er Jahre wurde die Bahn hier ungefähr eröffnet. Okay. Cool, das heißt seitdem auch tatsächlich nicht krass viel verändert. Das heißt noch tatsächlich noch ein bisschen historisch irgendwie erhalten. Gut, merken wir auch gerade schon, dass wir hier nicht allzu viele hier nicht allzu viele elektrifizierte Strecken haben. Also mitgeliefert wird eine Baureihe 320 und eine 158. Genau, und eins der mitgelieferten Szenarien sind wir eben gerade am Fahren. Und dann schon in den nächsten halt. Ne? Das heißt einfach, das ist in der Tat ein sehr regionaler Regionaldienst. So, müssen wir nicht vergessen, wir fahren hier Miles per Hour. Was wir beim Bremsen ein bisschen beachten sollten. So. Wo haben wir denn unsere Haltetäfelchen? Ich bin schon wieder krass verwirrt. Ich sehe schon wieder gar keine. Alle da vorne. Gut, 2 und 4. Wunderbar. Dann einmal einsteigen, bitte. Wow. Gut. Wir können mal ganz kurz auf die Karte schauen. Genau, wir haben schon gesehen, das ist der Bereich, den wir jetzt eben heute fahren. Aber ihr seht ja auch schon, die Karte ist tatsächlich noch ein klein wenig größer. Und nicht nur dieser kleine Ring. Und allein schon auf dem fahren wir 20 Minuten. Das heißt, es ist tatsächlich in der Tat eine etwas größere Karte. Ne? Das seht ihr doch hier genauso, liebe Leute. Ja, schafft ihr das noch oder sind die Türen dann schon zu? Ah, oh, schade. Das hat leider nichts. Oh, ich habe leider keine Zugbeförderung für euch. Gut, da kommt gleich bestimmt der nächste. So, passt das? Wunderbar. Jo. Ja gut, das ist halt die Schlag auf Schlag hier. Da trifft, glaube ich, wie so ein S-Bahn-Dienst. Das passt, glaube ich, einigermaßen gut für die... das passt, glaube ich, einigermaßen gut. So, genau. Bliblablubber, bliblablablubber. Okay. Gut. Heißt, wir haben jetzt zumindest mal ein bisschen... das abgefrühstückt. Ja, das heißt, wir kommen eigentlich so gut wie nie auf unsere Höchstgeschwindigkeit, ne? Und hier jetzt mit den Dieseltriebwagen, ist halt auch so eine Sache, ne? Da hat es immer auf den kurzen Strecken, vor allem auch ohne Rückgewinnung von gebremster Energie. Aber gut, ist immer noch besser, als wenn jeder da einzeln mit seinem Auto durch die Gegend fahren würde. So, ist denn hier ein Eingang? Ja, hier ist der Eingang. Das heißt, ich vermute mal, wir halten recht weit hinten. Ja. As expected. So, das ist der Gegenkollege. Ah, ich habe doch die Bremse gelöst am Ende. Naja, gut. Hat ja richtig was gebracht. So, einmal einsteigen, bitte.
Guck mal, da halten wir so schön versetzt hier. Ich glaube, er hält richtig und ich halte ein bisschen weit. Nee, passt tatsächlich. Also tatsächlich beruhigend. Na, Kollege, du fährst nach... Ja, genau. Annie's Land? Ich weiß, ich bin jetzt... Wollte gerade sagen, noch nicht, wie ich in Schottland gewesen wäre, wenn dieses... Ach, komm, ja, immer mit. Ich schaue doch mal mit so einem weinenden Auge drauf, weil dieses Jahr wären wir eigentlich da gewesen. Aber, ja, es hat leider nicht gewesen. Ich glaube, der Nähe ist nicht zwangsläufig, aber in Schottland wären wir auf jeden Fall gewesen. Wir haben bestimmt was gesehen, aber was willst du machen, ne? Dann fahren wir das eben tatsächlich mal virtuell. Boah, guck mal, wir können mal eine ganze Meile, können wir da tatsächlich mal durchfahren, du. Das ist, unfassbar. Wie schnell dürfen wir eigentlich? 60 Meilen. Heuiui, gut. Da bin ich mal auf den Zukunftsdash gespannt, wie er das verbremst kriegen möchte. Ich würde sagen, gar nicht. Haben wir denn nur von oben? Gut, dann gibt es diese Ansicht heute nicht. So durch den Tunnel und dann, ja, Blinkboing. So, wir können ja schon ein bisschen rollen hier, würde ich sagen. So, weil da könnte sonst echt ein bisschen knapp werden. Ich meine, die Bahnsteige sind tatsächlich nicht allzu lang und natürlich passend für die und nicht wirklich allzu langen Züge, die hier fahren. Ganz schön gemerkt, wie er mit der Drehzahl, wie er so ein bisschen gefühlt zum Gang zurückgeschaltet hat. So. Das hat nicht gleich... Ach, das ist noch viel weiter, als ich gedacht habe. Aber hier sind 15 angekündigt, ne? Da sollten wir unter Umständen entsprechend langsamer fahren. Das heißt, wir machen mal eine komplette... Ja, ich fahre schon langsamer. Ja, ist gut. Ihr Hens verstorben, ne? Ich habe jetzt einfach mal bestätigt. Ich denke mal, dass das richtig ist. 14,45. Ja gut, das heißt, bald geht der Berufsverkehr los. Da bin ich mir nicht allzu sicher, ob wir dann mit so einer Zweiwagen-Einheit tatsächlich noch weiterkommen oder nicht. Aber gut, das ist dann das Problem vom Kollegen. Ich habe mal gleich Feierabend. Ja, war auch anstrengend, diese eine Fahrt jetzt gleich. Das war auch, also, er ist schon durchaus auch fordernd für den Fahrer einfach an sich. So, ist echt hier mit 15 da lang. Was war denn mit die 15? War da zum Huberwechsel aufs andere Gleis oder wie? Scheinbar nicht für mich. Ja, Pling ist alles gut. So, wo haben wir da denn das 2? Da vorne sich doch das 2er Schildchen. So, drin sind wir schon mal in der Haltestelle. Ja, da passt auch so. Ich möchte zwar nicht allzu viel weiter in eine andere Richtung. Schauen wir mal ganz kurz. Da ist der Ausstieg. Ja, eben da kommt man nämlich hoch. Ich wollte schon sagen, ja. Hätte ich jetzt nicht ganz so weit hinten gehalten. Komm, wir sind mal ein Fußgänger. Ach ja, guck mal, da ist gleich mein Haus. Höre ich immer jeden Tag die schönen Dieseltriebwagen. So, da kann man mal von der Brücke lugen, wenn man möchte. So, einmal hier runter zum Beispiel. Oder man kann natürlich das tun, was man als Zugfahrer tun sollte. Nämlich den Zug bewegen. So. Und alle zugestiegenen Reisende, recht herzlich willkommen an Bord unserer heutigen Fahrt. Ach, Ashfield ist da gleich. So. Ich wollte mir das immer ganz kurz grob auch mal auf der Karte anschauen. Ja, wir sind im Prinzip im Südwesten gestartet, wie auch so grob unser, der Name der Karte das auch grob darstellt, hätte ich gesagt. Ashfields, genau, das ist, ist aber tatsächlich sehr nördlich, ne? Okay. Interessant. Da bin ich echt mal gespannt, bis wir dann wirklich ins Zentrum kommen und ob wir da viel sehen. Ich weiß nicht, ob die Gleise das dann irgendwie queren, die andere Bahn, weil das sah mir so aus, als ob die irgendwie, die müssten dann schon dann irgendwie nochmal eine dreidimensionale Ebene haben. Oh, da ist gleich, da sehe ich doch gelb. Ja, solange ich nicht rot sehe, ich weiß, ist das in Ordnung. Ich muss ein bisschen weiter vor. Ich halte mal da vorne. Gelb ist dann auch in Ordnung. Rot jetzt eher nicht, ne?
So, dann halten wir da mal in guter Sichtweite an. Ich will jetzt die Fahrgäste auch nicht allzu weit laufen lassen. So, warum ist denn da jetzt Yelp? Was ist denn das Problemchen? So, ach nee, das sind gar nicht wir, ne? Da sind wir. Wir müssen einmal kreuzen. Ach, da war noch hier Mr. Kollege. Ah, und schon nochmal Fahrt. Ach, guck mal. Aber wir dürfen mal ein bisschen hier das Sicherheitssystem bestätigen. Ich habe jetzt ein feines Sicherheitssystem. Das hast du fein gemacht. Jetzt habe ich es gerade moralisch bestätigt. Hahaha. Ja, ich weiß. Es ist einfach ein Highlight-Witz. Das ist so. Wunderbar. Ach so. Sogar schon das nächste Halt ist Glasgow Queen Street. Bahnsteig 1. Gut. Dann, achso, ich muss ja immer hier, ne? Schauen wir mal zurück und dann Abfahrt. Da ist frei. Sudele. Und dann auch alle zugestiegen. Achso, das hier sind 15. Ja, gut. Wenn wir über Weichen fahren, ist das, glaube ich, in Ordnung. Ja, wobei 15, das ist schon. Nenn es mal leise, wenn wir ungefähr so mal, ja nicht ganz mal 2, aber 25 hätte ich gesagt, km/h. Ja, das ist jetzt wirklich nicht schnell. Aber hey, das sollten wir halbwegs hinbekommen. So, das habe ich gelernt. So, einmal was gelernt hier im Spiel. Jetzt hoffe ich immer, dass wir wirklich komplett Fahrt haben. Und das dürfte ja eigentlich. Genau, das hört sich, glaube ich, ganz gut an. So, da ist auch nochmal grün. Das ist ja fantastisch. Aha. Ja, da kann man auch bestimmt Drogerieartikel shoppen. Ist eine Werbeanzeige. Jetzt auch für Zugfahrer. Das ist so als Triebfahrzeugführer quasi deine tägliche Dosis Werbung bekommst. Nicht nur die Fahrgäste innen auf ihren Infomonitoren, sondern auch eben ganz wichtig, der Fahrer vorne. Das ist von großer Relevanz, dass der auch seine Werbeanzeige bekommt. Ja, sehr schlechter Witz, ich weiß. Hatte schon mal bessere. So, dürfen wir 40. Wie weit haben wir es denn? Das ist tatsächlich, glaube ich, gefühlt der weiteste Weg, den wir bisher gefahren sind, ohne Halt. So, 50 sogar. 40 sind da vorne. Das heißt, ja, schneller brauchen wir tatsächlich nicht. Aha. Ein paar Bauschuttcontainer. Da steht ein Kollege. Warum steht denn der da? Achso, der muss wahrscheinlich. Der wartet auch auf Freigabe. Mittag. Ja, der dieselt hier überall rum, ne? Das ist schon krass. Vor allem das Nahverkehrssystem. Wo es also nicht ganz so aufwendig wäre, das zu elektrifizieren, aber er wird schon seinen Grund haben, warum das hier so ist. So, ah ja, einmal ab in den Tunnel, as expected. Da habe ich auch mal gespannt. Oh, aber Diesel im Tunnel, ah, schön. Ich freue mich auf jeden Fall. Das wird eine spannende Sache. So, fahren wir langsam mit der Rampe. Mit natürlich einen fantastischen Nachladezeitpunkt ausgesucht. Ja, wunderbar. Und dann auch mal in den Tunnel mit uns, ne? Bisschen bremsen dürfen wir auch durch die Rampe hier. Ja, pling bing. Das bekommen wir noch einigermaßen gezeigt, was wir da machen müssen. Gut. Ich verlasse mich dann mal wieder auf mein nicht vorhandenes Streckengespür. So, und ab in den Tunnel. Licht haben wir ja an. Geht aber ganz schön runter, du. Ja gut, ist halt, wenn man verglichen mit anderen Verkehrsmitteln, ist jetzt bei der, vermute mal bei solchen Zügen eher schwierig, dass man die richtig steigungskonform macht. So, über Gelb darf ich ja, ne? Jo. Gelb heißt aber, es könnte schwierig werden, dass wir vielleicht bis zum nächsten Halt nicht, reicht das? Nee, das Signal ist davor. Gut, dann werden wir da nochmal stehen bleiben müssen, scheinbar. Weil das auch nur noch gelb ist. Ah, gucken wir mal. Aber lieber einen Ticken langsamer hier. So, fette Fahrgäste, wir erreichen in Kürze unseren heutigen Endbahnhof. Bitte beachten Sie, die Zufahrt ist aktuell
noch belegt, deswegen kann sich unsere Einfahrt noch um wenige Minuten verzögern. Bitte um Ihr Verständnis. Bitte bleiben Sie so lange angeschaltet sitzen, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben. Ja. Chill mal. So. Ich glaube, da dürfen wir 10 fahren. Nicht Emergency. Ich wollte nur stark bremsen. So. Ah, und das ist dann hier der Bahnhofsbereich. Okay. Gut, ich habe das System verstanden. Das ist aber auch cool. Wir haben jetzt quasi wahrscheinlich jetzt über uns die Quergleise oder sind die da? Es könnten auch die Quergleise sein. Das ist halt architektonisch, muss ich sagen, schon nice. Da kann Stuttgart 21 halt einpacken. Gut, da kann sowieso, aber anderes Thema. So, der Ausstieg in Fahrtrichtung links. Das ist halt schon imposant, muss ich sagen. Oh, das ist das ganz kurze Gleis. Gut, dass ich damit gerechnet habe. Nicht. Das reicht aber nicht für eine 4-Wagen-Einheit, oder? Ah ja, gut. Da machen wir die Tür schon auf hier, würde ich sagen. Und schauen wir uns einmal ganz kurz an. Ja, wollte gerade sagen, das ist aber wirklich für die 2-Wagen-Einheit gedacht hier. Ja, herzlichen Glückwunsch. Gut. Dann... Das ist cool hier. Also das ist mega cool angelegt. Hier sind dann wahrscheinlich die... Nee, oder? Sind denn dann die Gleise für den Querverkehr? Wir schauen mal ganz kurz Spieler zentrieren. Ach, die sind noch ein bisschen weiter vorne. Okay, das heißt, dann bist du einmal hier durch. Die gehen dann hier irgendwo quer. Ich finde es jetzt leider nicht. Okay, gut. Oben, unten, ich weiß es nicht. Wo sind die Gleise? Ist mir egal. Wir fahren die da irgendwo quer. Ich bin dafür zu blöd, sie zu finden. Das ist eine sehr coole Anlage hier. Gut. Gut gemacht, Kollege. Dann ist das Szenario erfolgreich abgeschlossen. Und damit würde ich auch sagen, ja, Punkte haben wir, glaube ich, am Ende ein bisschen eingebüßt. Aber ja, man kann sagen. Ich bedanke mich trotzdem mal recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielen Dank auch an Rivet Games, dass ich Checker sich einmal vorstellen durfte. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und noch 20 Sekunden Zeit ist, hier muss ich ein bisschen schneller reden. Tschüss.